Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen. Ich bin Onkel Poppy. Wir spielen Minecraft Cuber Outpost hier auf meinem kleinen Kanal. Oh, Sonnenuntergang. Oh, tatsächlich. Pünktlich zum Sonnenuntergang fangen wir das Video an. Auch nicht schlecht. Schönen guten Tag, herzlich willkommen. Schön, dass du den Weg zu meinem Kanal gefunden hast. Ja, übliche Prozedere etc. pp. Hast du das letzte Video verpasst? Einfach nochmal gucken, hier auf dem Kanal. Ne? Dann weißt du, was wir letzte Folge gemacht haben. Heute geht's weiter. Und zwar würde ich, glaube ich, gerne anfangen, den Tierinstaller zu bauen. Das heißt, wir tunen oder setzen jetzt das Maschinchen aufs nächste Level sozusagen. Und dafür brauchen wir im Endeffekt nichts weiteres als Basic Control Unit. Wenn du noch kein Abonnent von diesem Kanal bist, dann abonniere doch den Kanal. Das ist kostenlos. Du verpasst keinerlei Folgen mehr und hast dadurch einige Vorteile gegenüber Nicht-Abonnenten. Zum Beispiel, dass du immer eine Erinnerung bekommst, wenn ich eine neue Folge hochgeladen habe. Wenn dir gefällt, was du hier siehst, dann drück doch bitte mal den Daumen nach oben. Denn dann werde ich bei YouTube besser gerankt und habe dann vielleicht noch ein paar mehr Zuschauer. Und wir können immer noch ein bisschen besser interagieren. Das ist ganz toll. Würde mich mega freuen, wenn du das einfach mal machen würdest. Dankeschön. Ein bisschen Holz. Okay, eins. Wenn wir das nämlich jetzt nehmen hier, klicken da rechts drauf, Shift-Klick, Shift-Klick. Dann siehst du, sind wir hier beim nächsten. Da ist der normale Metallurgic Infuser und hier sind wir beim Stand Basic Infusion. Da haben wir 80 KFE und da sind wir schon bei 120 KFE. Das heißt, der ist jetzt noch schneller. Und wie man sieht, wir haben jetzt drei Slots zur Verfügung. Nicht mehr nur ein, drei. Na, das ist halt der Vorteil. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich nehme mir nochmal ein wenig Heavy Metal und Heavy Coal. Kohle? Hast du keine Kohle? Eins, zwei. Nimm mal Kohle. So, pass auf, hier sind wir voll. Ich habe offscreen im Übrigen nochmal ein Stack Steel Grid gemacht. Ich habe nochmal ein Stack Enriched Iron gemacht. Gelogen, zwei Stacks Enriched Iron. Wir können jetzt hier den nächsten reinsetzen und da auch. Und dann haben wir die Möglichkeit zu sagen, wir haben jetzt hier quasi dann drei Slots voll. Wir können hier noch einmal Autosortieren machen. Das heißt, der nimmt jetzt automatisch, setzt er jetzt überall die gleiche Menge an Items rein. Somit laufen wir eben nicht mehr auf große Probleme der Langsamkeit, sondern es wird halt immer schneller auf Dauer gesehen. Und das ist halt der Vorteil dabei. Und das gleiche würde ich gern noch einmal machen. Ich würde gern noch mal einen bauen. So, und würde gern noch mal einen weiteren bauen, damit wir alle Maschinchen, die wir aktuell haben, auf den nächsten Tier stellen können, so dass wir hier ordentlich Gas geben können. Die Weiterleitung funktioniert nach wie vor ganz gut. Das heißt, alles, was wir hier produzieren, gibt er automatisch hier rein ab, so dass wir automatisch zack, immer Full Power haben sozusagen. So, das ist der erste Streich. Der zweite Streich ist, hier geht es nämlich weiter, wir haben hier schon die erweitert, also dadurch, dass wir die erste Control Circuit gemacht haben, jetzt haben wir hier die Advanced Control Circuit, da können wir natürlich auch den Advanced Tier Installer machen. Das ist natürlich schon sehr cool, dafür brauchen wir allerdings ein bisschen mehr. Wenn man sich das nochmal anschaut, der Basic Tier braucht halt nur Redstone, Eisen und den Basic Control Unit. Der Advanced braucht schon Infused Alloy, Osmium und entsprechend Advanced Control Unit. Somit haben wir das quasi mehr oder weniger vollständig. 2, 3. Ich mache das einfach mal mit dem, was wir hier haben. Und dann können wir nämlich sehen, wenn wir jetzt hier sehen, wir haben hier 3. Jetzt sind wir hier beim Advanced. Der hat jetzt 200 Kilo AF. Und jetzt haben wir hier 5 auf einmal. Also es, du siehst, es wird dadurch damit halt immer mehr und immer schneller. Auch hier beim Enrichen geht es halt auch immer schneller und immer geiler und immer toller und immer leckerer und dollerer und so geht es halt vorwärts. Und das machen wir jetzt hier einfach mal voll. Er liest es ein. Jetzt können wir hier auch ganz ordentlich reinballern an Carbon. Das ist halt sehr cool, weißt du? Dann kannst du einmal vorbereiten, holst da einmal das ordentliche Material weg, was du brauchst.
und kannst halt ohne weiteres vorbereiten. Das ist halt schon cool. Also ich finde das schon sehr aufregend. So, ich würde aber, glaube ich, ganz gerne das ganze Ding voll machen mit Metall 5000. Das heißt, wir haben jetzt 5000 mal Kohle. Aber ich habe kein Dingenskirchen, ne? Oh. okay, das heißt, das sortieren wir auch noch einmal voll. Hier haben wir schon gebaut. Energy Speed Upgrade, okay. So, wir brauchen, um den Lärm im Endeffekt klein zu kriegen, brauchen wir noch den Muffler. Muffel. Das Muffling Upgrade ist jetzt auch nicht weiter wild. Wir brauchen Steel Grid dafür. Steel Grid hatten wir hier irgendwo gehabt. Da nehmen wir mal ein ganzes Stack weg. Das schmeißen wir hier mal rein. Und dann haben wir nämlich hier das Muffling Upgrade. 1, 2. Und wenn wir das nämlich jetzt hier rein installieren. Ich glaube, da brauchen wir auch nur einen, oder? 4. Ah, okay. Das heißt, er kann 4 einlesen. Dann machen wir hier mal pauschal 4 rein. Dann ist er nämlich ruhig. Das ist der Vorteil. Und wir brauchen uns keine Gedanken mehr über Lärmbelästigung zu machen. Kriegen keinen Stress mit den Nachbarn. Wir kriegen keinen Stress mit der Aufnahme. Gerade wenn wir uns unterhalten. Das heißt, der arbeitet jetzt ohne irgendwelche Probleme. Man hört nicht mehr, ne? Das ist so geil. Ohne Witz, das ist so ultra geil. Ich finde das richtig cool, ehrlich. Wir haben endlich vernünftige Ore-Processing. So, jetzt haben wir ein klitzekleines Problem. Wir brauchen nämlich Eisen. Wir haben kein Eisen mehr. Das ist mein letztes Eisen, was ich hier habe. Unten im Keller ist nichts mehr. Sehe ich jetzt aber als nicht ganz so schlimm. Denn wir haben ja Maschinen. Ne, mit den Maschinen können wir jetzt sagen, wir holen uns jetzt ein bisschen Eisen aus unserer Schatztruhe draußen. Auch wenn es gerade etwas dunkel geworden ist, aber das macht gar nichts. So, ich hole jetzt mal hier so ein komplettes Ding Eisen weg. So. Dieses Zeug. Da gehen wir jetzt mal mit dem U drauf. So. da haben wir jetzt den Vorteil, die Möglichkeit zu sagen, wir nehmen hier Pulverizer Redstone Mechanism. Enrichment Chamber. So, bei der Enrichment Chamber, da geht er von aus, wir sind jetzt hier bei der Advanced, da geht er von aus, dass er aus einem Chunk 2 Iron Grid bekommt. Das ist schon mal sehr cool. So, jetzt habe ich natürlich nur die Enrichment Chamber, Advanced Enriching. So, Advanced Enriching. So, das knallen wir hier rein. Und dann soll er hier einmal durchziehen. Und schon haben wir unser Eisen produziert. Jetzt müssen wir das nur noch braten. Beim Braten ist es relativ easy. Wir haben hier einen Energized Smelter, ne? Energized Smelter, was kann der? Der kann, was kannst du? Brot kann schimmeln, was kannst du? Warte, ich würde, glaube ich, gerne das hier mal nehmen. So, und dann haben wir hier nämlich den Energized Smelter und da kriegen wir dann aus einem so ein Ding, kriegen wir einen Barren raus. Das ist schon mal sehr cool. Wir müssten dann, theoretisch gesehen, den Schmelter nehmen. Den klatschen wir da oben hin. Und dann können wir den einfach nochmal konfigurieren. Zack, von hinten haben wir Strom. Output, Input. Energy, Non, Input. So, dann machen wir nach oben hin. Output. Blau. Richtig? Richtig. Auto Eject. On. Und schon hat er da oben den Stuff. So, jetzt müssen wir den natürlich nur noch einmal tunen, indem wir sagen, er kriegt hier ein Speed Upgrade. Speed. Nein. Also, wir machen das. Sehen das rein und machen nochmal den Energy Upgrade Gedöns rein. Wo bist du denn? Energy. Da.
So, dann können wir nämlich sagen, 4, 8 und 9. So, ist ja ganz toll, dass du hier so am Gange bist, aber... Du kennst es auch leise. Kannst du mal leise sein? Danke. So, Basic, das ist halt der Nachteil. Du musst jedes Mal die Tier-Upgrades nach und nach steuern. Das geht nicht anders. Du kannst nämlich jetzt nicht sagen, du knallst das Advanced da drauf. Da würde er sagen, mecker da. Geht nicht. Das heißt, wir müssen erst einmal das durchlaufen, damit wir die alle hier entsprechend füttern können. Und dann, erst dann, kann er hier auch alles vernünftig verarbeiten. So, das ist der eine Punkt. Das heißt, wir haben jetzt hier unsere Heavy-Metal-Barren wieder. Die lasse ich jetzt einmal durchlaufen. Dann können wir die nämlich hier wieder reinpflastern, damit er hier entsprechend neues Material produzieren kann. Und somit hätten wir theoretisch gesehen, wenn wir das jetzt in Reihe schalten würden, eine automatische Ore-Processen. Das ist halt sehr, 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 sehr einfach gehalten, aber auch sehr cool gemacht. So, das heißt, wir könnten jetzt theoretisch, und das machen wir auch, gehen wir hier auf den und wir gehen auf den Osmium-Kompressor. Also, the Osmium-Kompressor can be used to create advanced ingots, also erweiterte Metallbarren, which serve and integrate for tool, weapon and other crafting receipts. The purification chamber consumes oxygen and can be used in different processes for 3x4x5x ore processing. Also dreifach, vierfach, fünffach Geschwindigkeit im Endeffekt. So, dich nehmen wir mal weg. 1, 2, 3, 4, 5. Dann kannst du nämlich hier auch einmal weiter prozessieren und kannst dich hier auch auf den Wege befüllen. Das ist schon mal sehr cool. Und hier unten ist schon wieder Luft. Sehen wir ja gar nicht ein. Soll ja arbeiten, das Ding. Dafür haben wir es ja gemacht, ne? Ja, ich weiß. Ich könnte eigentlich auch einen Knopf drücken, damit er das automatisch sortiert, aber dann sortiert er das komplette Inventar und das will ich auch nicht. Das ist halt so ein bisschen Jammern auf hohem Niveau. Muss ich ja ganz ehrlich sagen. Aber es macht nichts. Das macht gar nichts. So, dann haben wir zumindest wieder ein bisschen Metall und vor allem ruhig. Es ist nicht laut, aber cool. So, das heißt, wir brauchen jetzt auf dem Wege die eine Enrichment Chamber. Okay, dann müssen wir noch eine bauen. Dann bauen wir da eine. So, dann haben wir dieses Ding und wir müssen den noch bauen. So, dann haben wir das Thema nämlich auch schon mal komplettiert. Dann könnten wir theoretisch... Ah, okay, um den nächsten zu machen, den Elite Infusion, müssen wir hier den Reinforced Alloy machen. Modern Batteries. Energy Tables, Tablets are batteries used in many machines and gadgets in... General, blablabla. Also tragende Batterieeinheit sozusagen. Okay, alles klar. Das heißt, wir müssen machen erstmal 16 mal Reinforced Alloy im Metallurgic Infuser. So, das heißt, das heißt, du knallst mir das ganze Thema hier nochmal rein, dass wir den vielleicht leer bekommen, dass wir nicht ganz so viel Kohle für La... Oh, wir sind leer. Oh! Zu viel Maschinerie für zu wenig Strom. Ah ja. Okay, das heißt, der erste wäre gleich fertig. Der hier ist schon durch, der stoppt. Irgendwann haben wir ja wieder Saft. Also der hat jetzt natürlich meine ganze Batterie leer gelutscht, weil ich den halt so schön abgegradet habe. Eigentlich müssten wir jetzt zusehen, dass wir eine Energiequelle bauen, ne? Ja, wäre vielleicht nicht verkehrt. Zumindest weitere... Windräder, oder? Das wäre natürlich nochmal eine Option. Oder Solar. Wir können natürlich auf Solar gehen. Ne? Steht ja alle Welt, steht ja auf grün. Von daher, Solar wäre vielleicht auch nochmal nicht ganz uncool. So, erfüllt sich.
Fakt ist, wir scheinen wohl genug Energie zu haben, dass sich die Gerätschaften wieder füllen können. Ne? Das ist natürlich schon nicht ganz uncool. Warte mal, wir könnten auch das hier rausnehmen. Nehmen das weg, machen hier mal einen Dump draus. Dump heißt im Endeffekt nichts anderes, als dass wir hier unten den Balken löschen. So, dann können wir nämlich sagen, wer sowas braucht, der schmeißt hier nämlich rein Diamanten. Diamond Dust. Okay, Diamond Dust machen wir im Crusher. Das heißt, wir müssen ein weiteres Gerät anschmeißen. Den Crusher. Der Crusher. Zack, den knatschen wir mal hier hin. Der kriegt Saft. Das heißt, wir nehmen jetzt mal ein paar Diamonds. 16 Stück an der Zahl. Schmeißen die hier rein und lassen den einmal durchlatschen. Er macht wieder Lärm. Oh, ist so süß, er macht Lärm. Aber er machte Lärm. So, das heißt, wir könnten jetzt vielleicht nochmal ein kleines bisschen Speed Upgrade machen. Nein, können wir nicht. Was brauchen wir denn? Osmium Dust. Oh. In dem Crusher. Im Crusher könnten wir Osmium Dust machen, ja. Wir könnten aber auch in der Enrichment Chamber. Aber die ist voll, ne? Ja, die ist voll. Okay, das heißt, er macht jetzt hier erstmal drei von den Dingern. So, dann müssten wir hier reinschmeißen Infused Alloy. Infused Alloy, drei Stück. Nein. So, machen wir fünf. So, da hat er jetzt ein so ein Ding drin. Lol. Ja, der ist ein bisschen schneller. Dauert halt einen kleinen Moment. Ist so. Wie viel brauchen wir denn? 10? Wir brauchen 30. Also 3 für 1. Ist das richtig? Oder 2 für 1? Warte, finden wir es raus. Wollen wir 2 für 1? Okay. 2 brauchen wir für 1. Wir brauchen mal 16 Stück davon. Ne? 16. Wir haben jetzt 4. Wow. Das heißt, wir müssten dann hier auch mal wieder Neues machen. Ne? Das machen wir. Wii Metallurgic Infuser, auch mit Diamanten. Das heißt, ich brauche ja keinen Staub. Ich kann auch Diamanten da so reinschmeißen, glaube ich. Ne? Warte mal, ich probiere das mal aus. Ob er das auch so frisst. Nee, er braucht wirklich Diamond Dust. Okay. Alles klar, Alter. So, 5. Das heißt, wir haben 5. Wir brauchen jetzt natürlich noch ein bisschen mehr. Ne? Wäre noch eine Option zu sagen, wir machen hier einmal einen Speed-Upgrade. Speed-Upgrade ist Osmium Dust. Osmium Dust. Wir brauchen Diamanten auf jeden Fall. Das heißt, ich hole mir hier nochmal ganz kurz Diamanten raus. 1, 2, 3. Nehme mir, glaube ich, den Hammer. Ich glaube, im Hammer geht das auch, ne? Was haben wir hier noch? Mechanism, Enriched Diamond. Er will wirklich dieses Gedöns davon haben. Kann ich den nicht anders irgendwie nochmal kleinhammern? Hatte ich doch schon mal gehabt, die Frage, ne? Zeig ich mal. Geht das auch so? Nee, geht nicht so. Okay. Ach nee, die hatte ich übergehabt, ne? So war das gewesen. Ich habe mich gerade gewundert, wo ich die Infused Alloy... Aber die habe ich doch schon mal hergestellt, Infused Alloy. Die Infused Alloys... Interessant. Diamond Dust, Diamond Series, Enriched Diamond. Also wir brauchen wirklich... Oder haben wir das einfach so übrig gehabt? Haben wir das so übergehabt? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, die hätten wir so übergehabt, ne? Wow. So, dann liest du das schon mal ein. Dann können wir doch sagen... Ach, hier, jetzt weiß ich's, jetzt weiß ich's. Das war mit Redstone gewesen. Ah.
Okay, das heißt, wir brauchen Redstone. Ganz banal, einfaches Redstone. Ja, das haben wir doch, glaube ich, gerade so eben. 3, 4, 5. Ich bin voll. Ah, weg. Egal. Das heißt, wir könnten dann theoretisch gesehen, wenn wir das hier einmal einlesen. Dein Ernst? Block of Redstone, Redstone Dust, Metallurgic Infuser. Das geht nicht. Wieso geht das nicht? Auch weil da noch was drin ist. Dann müssen wir das wegschmeißen. Das tut mir leid. Ich hätte es gerne gemacht. Hätte es gerne behalten, aber dann muss es halt raus. So, zumindest weiß ich, wofür ich den Hammer mal gebraucht habe. Da können wir nämlich jetzt ganz gut schauen. Wir brauchen nämlich einmal Osmium Dust und das müssen wir uns hier einmal abholen, damit wir die Kiste drehen können. Kobalt. Knapp daneben ist auch vorbei. Osmium. Warte, machen wir so. So. So, so. Dann brauchen wir auf jeden Fall einen neuen Hammer, aber das macht, glaube ich, gar nichts. Da können wir, glaube ich, mit umgehen. Irgendwann werden die Kisten auch mal runter ins Lager transferiert. Hoch. Womit wir dann ja, hier oben frei sind, sozusagen, ne? Von nervigen Zombie-Möglichkeiten etc. pp. Also es ist halt einfach irgendwann so, dass wir den Platz brauchen. Da kommen wir nicht drum herum. So, Speed-Upgrades können wir gerade nicht machen, beziehungsweise Energy-Upgrades. Einfach aus dem Grund. Und komm. Einfach aus dem Grunde, wir haben nicht genug Power. Wir müssten tatsächlich, oh gucke, hier haben wir schon die ersten 64 voll. Okay, so, wir haben Enriched Iron. Das kann ja dann bei Gelegenheit mal brennen, das ist überhaupt keine Frage. Das schmeißen wir mal ganz kurz hier alles rein, dass wir ein bisschen Platz bekommen. Und dann können wir zumindest anfangen, uns hier auf die Diamanten zu freuen. Auf der anderen Seite, wir könnten natürlich auch gucken, dass wir das Solarpanel hinbekommen, ne? Solarpanel besteht eigentlich aus 4 Solargeneratoren. Infused Alloy, das haben wir. Und die machen wir aus Solarpanel, Infused Alloy, Energy Tablet. Energy Tablet, ist das nicht auch eine Quest? Warte, jetzt muss ich ganz kurz gucken. Modern Batteries, Energy Tablet. Klar, das ist doch mein, ist doch meins. Da finde ich mich wieder. Warte mal, so. So, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kein Redstone. Okay, alles klar. Aber macht nichts. Dann haben wir zumindest ein bisschen was da drin. Und dann können wir sagen, wir schmeißen hier nochmal Solarpanels rein. Redstone fehlt. Es wird Redstone, Freunde. Es wird aber nur Redstone. Ach, Herr Jemini. Das heißt, da. 1, 2. Nein, ich bin voll. Dann halt so. Tach. So, jetzt aber nochmal. Wir brauchen Solarpanels. Wir haben keine Glasspanes mehr. Ist ja schlimm. Gott sei Dank habe ich mal im Zuge der Umbauarbeiten ein bisschen Glas gemacht. Auch nur ein bisschen. So, 9 Stück haben wir. Jetzt fehlt uns wieder was? Wieder what? Eisen. Aber egal. Beziehungsweise Eisen fehlt nicht, aber uns fehlen die Dinger. Aber das sollst du bekommen. Nein. Ah, so ein Ding fehlt noch. Die sind nicht stackbar. Oh.
Oh, Mann. So, das heißt, wir brauchen jetzt hier auf dem Wege nochmal 1, 2, 3. Und dann können wir nämlich hier gleich den ersten bauen. Ach, ist das cool. Oh, wie cool. Und dann können wir den nämlich schon mal hier oben dran böllern. Da war er ja zu Anfang auch gewesen, wenn man sich noch dran entsinnt. In der ersten Folge habe ich die Dinger ja gehabt. Okay, die sind jetzt nur falsch rum drauf. Na klar, ich hätte auch das... So. Das heißt, hier produziert er, sobald er Saft hat, sobald es hell wird, ein bisschen Strom. Ich kann ja mal schlafen. Hallo? Ich kann ja mal schlafen gehen. Dann haben wir ein bisschen Licht, ein bisschen Sonne. Sommersonne, Kaktus. Und... Er produziert tatsächlich nochmal eine Runde mehr Strom. Das ist schon mal vielleicht nicht ganz uncool. Vielleicht. 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 Aber nur vielleicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, dann brauchen wir Glass Paints. Aber mir fällt gerade auf, ich habe von diesen Batterien keine mehr. Ne? Ich brauche vielleicht doch nochmal davon. Welche? Warte. So. Gold. Gold. Nicht erschrecken, das macht man heutzutage so. So, zwei Stück. Und ich glaube, jetzt sollte es passen, dass wir da nämlich nochmal einen zweiten bauen können. Dann haben wir nämlich den Ursprungszustand, jetzt kommt es nämlich, den Ursprungszustand des Spiels, zumindest auf dem Dach, wiederhergestellt. Das ist doch wohl geil, oder? Ich finde das geil. Hallo, lass mich hoch, danke. Jo. Da hat er Saft, hier produziert er. Aber es ist immer noch zu wenig, ne? Ist immer noch zu wenig. Ist immer noch zu wenig. Auf der anderen Seite hier füllt er unten nur. Jetzt weiß ich gerade nicht. Ups, wie die. Die sind gar nicht zusammengeschlossen. Das heißt. Das heißt, der produziert. Jetzt nur so viel Saft für das ME-System. Finde den Fehler. Du bist ja auch noch am Breeden, ne? Okay, noch 4, 3, 2, 1. Fertig. Das heißt, er baut jetzt Energiepuffer auf. Er ist auch soweit durch. Und jetzt könnte er sich hier auch mal dran ergötzen. Und ein bisschen Saft bekommen, ne? Okay, das heißt, wenn ich jetzt sage, ich nehme jetzt Energy Upgrade, da fehlt, was fehlt uns da? Gold Grid. Gold Grid. Gold Grid. Das heißt, wir brauchen Gold. Heavy Metal. Komm her, du kommst mit. Wo war ein Gold? Oh, ich muss mir echt mal irgendwelche Schilder oder sowas dran basteln. 8. So, dann haben wir zumindest einmal das Speed-Upgrade für Gold mit dabei. Hä? Crusher. Er crusht nicht. Wieso crusht er den nicht? Das heißt, wir brauchen jetzt doch nochmal einen Engineers Hammer. Danke. Nickel-Ohr-Chunk, Zink-Chunk. Bist du blöd? Jo. Jetzt geht das Ganze auch ein bisschen besser. Ein kleines bisschen besser. Er sammelt Energie. Er ist jetzt hier nicht am Limit,
Aber er kann zumindest was. So, wenn ich jetzt hochgehe und meine Energiequelle vielleicht etwas umbaue. Dann sollte es doch auch funktionieren, oder? Das wäre zumindest wünschenswert. Ich kann ihn nicht placen, weil kein Platz da ist. Ich kann ihn nicht placen. Verdammt. Und nun? Basic Universal Cable. Basic Universal Cable. Ach, Steel Ingot. Okay, das wollten wir eh machen. Dann, 1, 2, 3. Da, ne? Richtig? Da passt das zumindest hin. Man kann sie zusammenbauen. Okay. Das heißt, wir machen jetzt nochmal Basic Universal Cable. Dafür brauchen wir Steel Grid. Habe ich hier schon irgendwo Steel? Gunpowder? Iron Grid? Habe ich nicht. Okay, das heißt, ich muss jetzt, ob ich will oder nicht, den einen rausnehmen. Dann brutzeln wir hier. Ha! Unangenehm. Glück gehabt. So, siehst du. Dann können wir da nämlich einmal Stahl machen und können dann, ist ja auch unter anderem eine Quest hier mit den Kabeln, ne? Basic Universal Cable. Da will aber nur eins haben von, ne? Jedes Mal. Ja, okay, alles klar. Ach, ich will immer so viel, ey. Das ist aber unangenehm. Es ist unangenehm. So, pass mal auf. Dann haben wir hier nämlich nochmal Kabel. Kabel. So, dann können wir nämlich Kabel oben hinziehen. Und haben dann vielleicht auf dem Wege, was heißt vielleicht ganz bestimmt, nochmal zusätzliche Energie. Sehr cool. Können wir hier auch Upgrades reinknallen? Hier können wir Upgrades reinknallen. Muffling Upgrade. Okay, das heißt, hier ist nur ruhig. Mehr macht er nicht. Sonne. 113,66 macht er. Okay. Also RF ist hier die Leute, die es nicht wissen, RF ist hier die Stromeinheit. Stahl. Ach, da war sogar Stahl drin. Lol. Na, guck mal. Jetzt hast du auf jeden Fall Saft. Guck mal. Na, guck mal. Enriched Iron. Ach so, das ist nicht Enriched, das ist Enriched Iron. Okay. Und das ist Iron Grid. Oh, da ist auch nochmal Enriched Iron. Gut, Knut. Dann soll er brutzeln. Dann bereite ich, glaube ich, für die nächste Folge vor. Wir sind ja schon ein paar Minuten wieder drüber. Dann bereite ich für die nächste Folge vor. Er kann noch ein bisschen arbeiten. Weil er sieht da oben so schön, schön animierend aus. Und man könnte jetzt natürlich auch sagen, wir machen hier nochmal ein Upgrade rein, ne? Oder? Was sagst du dazu? Wir haben doch jetzt Saft. Saft zu Genüge. So, dass er doch jetzt hier ordentlich arbeiten kann, oder? Guck mal, wie schnell das doch jetzt geht. Jetzt brauchen wir uns keine Gedanken mehr zu machen. Alter, ich schwöre. Müssen wir nur mal ganz kurz schauen, wie das ist.
Energized Smelter, Enrichment Chamber, aus einem wird zwei. Nein. Das möchte ich nicht. Dann brate mir doch davon auch mal einen Storch. Ja, doch, das geht. Da machen wir aus einem macht zwei. Wofür brauchte ich denn das Osmium Dust? Wofür war denn das? Du kannst weg. Du kannst weg. Wofür brauchte ich denn Osmium Dust? Weswegen wollte ich das jetzt gerade machen? Kann mir das einer verraten? Ah, dafür. Speed Upgrade. Ja. Dafür wollte ich es doch haben. Mensch. Nur dafür. Speed. Achso, hat er schon gemacht. Habe ich schon drauf. Sag doch's doch, dass ich das schon habe. Advanced, advanced, advanced. Advanced. Energy, Energy. Haben wir alles gemacht. Warum wollte ich denn... Hat da 8 Stück von drin. Wofür wollte ich denn Osmium haben? Ach, Mensch. Frag mir das doch mal einer. Ich weiß es nicht. Leute, ich weiß es nicht, wofür. Ich kann es ja nicht sagen. Ich schaue noch mal ganz kurz rein. Nee, aber das... Das kann es jetzt so auch nicht sein, ne? Wir brauchten eigentlich nur noch dieses Zeug. Dafür braucht man Diamond Dust und wir brauchten dafür dieses Zeug. Komm, verteile dich mal hier. Dann haben wir das zumindest auch einmal voll. Die Quest ist erfüllt. Kriegen nochmal eine Handvoll dazu. Können jetzt den nächsten Infuser machen. Die Elite Control Unit. Oh ja, geil. Wie viel brauchen wir denn davon? Hm. 10. Oh, da kann ich mit umgehen. 11. Kann ich mit umgehen. Quest completed. Gibt es nochmal welche dazu? Ist auch okay. Und dann können wir jetzt Elite Factory draus machen. Den Tier Installer. Und ich glaube, da sollten wir zumindest... Nein, wir haben kein Gold. Wir haben kein Gold. Einen. Okay, einen können wir machen. Dass wir uns das Ganze nochmal angucken, was dieser eine bewirkt. Uff. 200 zu 280. Wow, 7 Plätze anstatt 5. Wird also immer besser. Super. Gut, Leute, ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Euch erstmal einen wundervollen Tag. Bewertet den Part. Lasst ein Abo da. Die Leute, die schon abonniert haben, gerne nochmal deabonnieren und neu abonnieren, weil bekannter Grund, habe ich ja letzte Folge schon erklärt. Ansonsten in diesem Sinne, genießt den Tag. Bis dann. Wir gehen hier hin. So, da. Ja, doch, lass animieren. Das sieht gut aus. Bis dann. Tschüss.